können wir noch 20 Mal so durchziehen. Mich juckt es nicht. Moin und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFA. Heute wieder mit einem Fahrzeug von DFL Modding, mit einem, ich weiß nicht genau, was das für ein BMW ist. Auf jeden Fall Anmarkt. Den fahre ich richtig doll eigentlich. Und wir haben auch schon den ersten Einsatz. Und zwar. Perfekt, warum bleibst du stehen? Ruhestörung, glaube ich, war das. Ups. Ach, sieht doch auch stylisch aus, so ein paar Kratzer auf so einem Auto. Ich bleib mal hier an der Straße stehen. Dann renne ich da mal hin. Hat schon öfter. Die haben wohl echt öfter hier hinten. Oder machen auch wohl öfter hier hinten Ruhestörung. Ding dong. Guten Tag. Wie können Sie mir helfen hier? Wir haben einen Anruf wegen Ihrer Party und das ist laut. Ja, schönen Tag noch, machen Sie es leise. Ja, tschö, tschö. No further units required. So. Und pop, so schnell hat man. We have a disturbance in Del Perro, respond code 3. Und da ist ein Ladenraub. Oder nee, ein Schuss vor einem Laden. Ach so, hier ist wieder jemand erschossen worden. Perfekt. Ja, damit habe ich gar nichts zu tun. Also, da kann die gleich hier gehen. Aber ich kann auch gucken, ob ich einen neuen kriege. Citizens report suspicious activity in Del Perro. Eine auffällige Aktivität vor einem Club. Hä? Wofür soll ich hier hochfahren, wenn ich wieder hier runterfahren soll? Oh shit. Schön bei Polizei. Polizei! Na, runter! Nimm's die Hände hoch! Vor einmal Ambulanz. Oh Gott, ey. Boah, der hat einen Clean Headshot gekriegt, also ich glaube nicht, dass er revived werden kann. Oh, und ich habe auch echt kassiert. Na, danke. Und da liegen zwei Personen, ne? Wollt ihr auch mal dem hier helfen? Warte, ich werde mal das Auto hier durchsuchen. Heinkel-Check erstmal, Washington.
Target vehicle license plate. Ich werde das Fahrzeug mal durchsuchen. Target is 10-4. Das ist okay. Large tow truck. Flatbed assistance required in Del Perro. Target vehicle license plate. Young Charles Edwards 91. Target is 10-4. I'm here. It's gonna be okay. Okay, ganz viel war da drin. Flatbed assistance required aus der Wagen, in oder nicht? Del Perro. Wenn die Tow Trucks es versuchen. Soll ich mal den Medic-Wagen in die heranholen? Oder? Warte, sag jetzt nicht, die kann dem wieder helfen. Wieso konnten die dem wieder helfen? Der hat einen clean Handy gekriegt. Geh mal weg, Medic. Hier links ist noch einer. Soll ich den Mülltonne jetzt wegmachen oder was? Sie sind festgenommen. Wegen Mordes. I'm on it. Fucking way. Do not panic. Help has arrived. Lebt der Typ jetzt auf einmal wieder? Assistance required in Del Perro. Ah, jetzt liegt er wieder auf dem Boden. Und da kommt ein Passat. Can't let it slow me down. Hey, can't wait till na gut, da kann eine Corona-Unit. Schade, dass der Mörder überlebt hat. Aber die Person, die erschossen wurde, nicht. Hey, was für Idiot. Ich guck mal, vielleicht kriege ich ja noch einen Brauchbahn vor rein. We've got an ambulance call in the Spooky Canal. Ach, ich soll die Ambulanz escorten oder was? Das kannst du auch selber. Digga, really? Da passt der Medic nicht durch. Hä, wo fällt. Achso, ups. Wenn man einmal nicht aufs Navi schaut. Und hier lädt die Karte auf einmal nicht mehr. Ja gut, man kann auch im Gegenverkehr fahren, Medic. Junge, was seid ihr für Medics? Gut, dann ab zum nächsten Callout. We've got an 11351 in Burton. Junge! Siehst du das mit Code 3 fahren? Kollege, ey. Damn, man. Oh, ich habe leicht Angst, dass das jetzt irgendwie hochgeht oder so. Fudge. Hier ist nichts falsch. Sie hat keine Idee, warum.
Ich werde sie mal durchsuchen, ne? Jetzt einmal noch das Fahrzeug überschicken, Fallon 2. Target vehicle license plate. Der Wagen wird abgeschleppt. Impossible stolen vehicle required. Ich kann dann zu Fuß weitergehen, schon gar noch. Und dann kriege ich vielleicht schon. We have domestic violence in Vinewood Hills, respond code 3. Oh Gott, was ist denn jetzt los? So, das ist das Haus. Dann ist das die Person hier drin eigentlich. Sieht tatsächlich so ein bisschen aus, als würde die Person hier drüben dazu zählen. Das sind die tatsächlich, glaube ich, nicht. Ah ne, warte, ist das wieder da hinten in der Ecke, wo jemand erschießen will oder so? Komm jetzt mal. Was genau? LSPD, stand down! Und festgenommen. Jetzt hätte da mal Angst gemacht haben. Und irgendwie sah es aus, als wollten sie die auf den Griffe brennen. Hold here! Assistance required in Vinewood Hills. Hier können wir weitergehen. Ja, dann warte ich mal auf den nächsten Einsatz. Ich soll hier jetzt wohl jemanden verhaften. Jack Bauer. Und dann holen wir uns den mal, würde ich mal sagen. Links. Mal schauen. Wir sind doch schon gelegen. Mal fetten Allergy. Kann man mal machen. Ich pack mich mal hier rechts ein, weil ich darf ja da bei denen nicht stehen. Als Polizist. Mir jetzt vielleicht schon, aber ich mach's mal lieber nicht. Bevor sich dann noch jemand beschwert. Jetzt würde ich oben lang gehen müssen, ne? Ja. Natürlich hätte ich oben lang gehen müssen. Jetzt hole ich mal einen Taser raus. Bevor hier jetzt jemand ausrastet oder so. Hallo? Stop what
Komm runter auf den Boden. Können wir noch 20 Mal so durchziehen. Mich juckt es nicht. Komm, dann nehme ich ihn mal, dann bring ich sie mal zu ihrem Knast. Häuschen. Aber ein schickes Anwesen haben sie hier. Muss man ihn lassen. Kollegen fahren da. Hätten die auch machen können, ne? Ne, da muss ich an Mark natürlich wieder hin. So, sie können hin einsteigen. Wir fährten da so schnell. Junge, was machst du? So, raus aus dem Auto, Alter. Das war doch aber jetzt kein Bock. Das ist immer Karma. Warte, ich kann die Route von Knast auch wegmachen. Ja, los. Achso. So, O ist ja nicht Blaulicht, sondern J. Okay, das war nicht beabsichtigt. Dann nehmen Sie mal mit. Ihn. Perfekt. Und damit würde ich sagen, dass... Oder ich würde damit sagen, dass damit ein... Damit... 30 Mann damit in einem Satz. Damit würde ich sagen, dass hier die Streife vorbei ist. Ich fand sie war recht effektiv. Wenn ihr das nochmal ein Video zu dem BMW sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht auch mal... nicht zivil, ich weiß nicht. Könnt ihr mal was vorschlagen? Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und danke und ciao.